Riesenaufregung in den USA um eine mysteriöse Briefsendung, die bei Vanessa Trump, der Schwiegertochter von US-Präsidenten Donald Trump, eingegangen ist. Die Sendung erreichte die private Wohnung der Frau von Trumps Sohn Don Jr. am Montag am Vormittag. Die Frau wurde als Vorsichtsmaßnahme sofort ins Spital eingeliefert, nachdem sie ein weißes, mysteriöses Pulver in den Brief vorfand. Gemeinsam mit Vanessa Trump wurde auch ihre Mutter und eine weitere Person in die Klinik eingeliefert. Die Behörden sprachen von einer Vorsichtsmaßnahme. Gleichzeitig begannen die Tests des NYPD, der Polizei hier in New York, und es stellte sich heraus, dass die Substanz in dem Brief ungefährlich sei. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Maisstärke. Offensichtlich ist das Ganze ein Scherz. Don Jr. reagierte relativ flott auf Twitter. Er bedankte sich einerseits beim NYPD, der New Yorker Polizei und dem FDNY, der Feuerwehr, für die rasche Hilfe. Er bezeichnete den Vorfall als furchteinflößend und wetterte natürlich auf Twitter auch gegen den mysteriösen Täter. Er sagte, ein derart verstörendes Benehmen sei nicht gerechtfertigt beim Ausdruck einer anderen politischen Meinung. Natürlich hatte der Vorfall für hektische Schlagzeilen gesorgt in den USA. Zuerst konnte auch ein Terroranschlag gegen die Trump-Familie nicht ausgeschlossen werden. Immer wieder in der Vergangenheit haben Briefe mit weißem Pulver in Amerika für Aufsehen gesorgt. Berühmt natürlich die Anthrax-Serie, Terrorserie nach dem 11. September 2001, als im Land Briefe mit den Erregern, hochansteckenden Erregern verschickt wurden und mehrere Menschen daran starben. So gesehen wurde der Vorfall der Briefsendung an Donald Trump Jr. sehr ernst genommen. Allerdings zum unfreiwilligen Opfer wurde eben seine Frau, die zu Hause war und die Briefsendung öffnete.